Moin meine Pommesfreunde, in diesem Video geht es um einen heiß erwarteten Modus und zwar den Arcade-Modus oder Arcade-Modus, meine Freunde. Und da gibt es ein paar kleine Infos zu, dass der jetzt bald kommen wird, wo ich Infos her habe, was kommen wird, Leute, gehen wir in diesem Video einmal durch. Bleibt auf jeden Fall dran, guckt das Video bis zum Schluss und let's go. Ich bin schon als krasser Gamer angezogen, ihr seht schon eine krasse Brille auf, krasses Shirt, beste Hose in Wobby Life für dich persönlich. Leute, wer weiß noch, wo konnte man oder hat man versucht, in Wobby Life irgendwelche Spiele zu spielen? Oder wo gibt es Spieleautomaten und coole Minigames? Na, wer weiß noch, Leute, schreibt es in die Kommentare, welches hier ist. Ich weiß jeden Fall, da fliegen wir jetzt mal hin, meine Freunde, und guckt das Ganze mal. Es gibt nämlich neue Spoiler zum Arcade-Modus, zum Arcade-Modus, meine Freunde. Und ich bin echt gespannt, dass sie ehrlich uns Minispiel ins Wobby Life Game mit reinpatchen. Das wäre eine Legende. So, meine Freunde, fliegen wir zu den Automaten, zu den Wobby Life Automaten. Die sind ja schon immer da gewesen, wurden auch so mal ein bisschen umgestellt mit ein paar Patch-Notes. Aber die konnte man nie wirklich benutzen. Leute, wo gibt es denn natürlich? Bei der Wobbly Mall. Da müssen wir hin natürlich. Und dort finden wir diese Spieleautomaten. Und dann gucken wir uns mal an, was da abgeht, meine Freunde. Leute, wenn ihr von außen schon reinguckt in diese coole Spiele, seht ihr coole Automat mit coolen Games, dann geht jetzt mal rein, meine Freunde, guckt uns mal an, was da los ist. Soll nicht bald so weit sein, dass wir endlich die Automaten benutzen können. Das wäre mega cool. Das wäre endlich ein Minispiel in Wobbly Life, wäre mega geil. Und wir gehen mal rein, meine Freunde. Boah, Leute, wo sind wir denn? GameStar, was ist das denn? Leute, ich habe schon ein bisschen was Cooles zusammengebastelt. Wichtig, wo ich die Infos her habe, zeige ich euch am Ende des Videos. Bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr wisst, wo ich die ganzen Infos rausziehe. Das heißt, Leute, stellt euch vor, gehen Automaten. Wir können einfach auf GameStar drücken und können einfach ein Minigame in Wobbly Life spielen. Und könnt ihr eventuell verschiedene Kategorien auswählen, wie zum Beispiel Arcade-Mode. Ja, wo wir zum Beispiel einfach irgendwas überleben müssen. Mysteriöse Geheimnisse. Oder es mit Wissenschaft oder ein Abenteuer erleben. Wäre auch mega cool, oder? Leute, schreibt mir in die Kommentare, was würdet ihr euch wünschen, was für coole Games und Automaten hier rauskommen sollen. Also ich will auf jeden Fall so das Einkaufswagen mit drin, was wir in Automaten gleich sehen werden. Es sieht schon mega cool aus, so ein Wobbly Battle, irgendwas mit Space, mit Aliens, wäre super cool, meine Freunde. Und ich hoffe, die erweitern auch die Automatenhalle, dass man einfach noch mehr Minispieler hat. Wäre mega cool, meine Freunde. Also so meine Auswahl, ansonsten so könnte Arcapulus aussehen. Hier müsst ihr euch einen Wobbly vorstellen, der gegen andere Leute überleben muss oder kämpfen muss, je nachdem, so in Wobbly-Style natürlich. Hoffe, die Animation gefällt, dann können wir reinschauen, wie die Animation findet. Genau, und ich hoffe, dass sie einfach was Cooles einverlassen. Bisher waren die letzten Updates ziemlich nice, die haben ja viel Story mit reingebracht. Und meine Freunde, ich hoffe, da kommt richtig gut. Ansonsten Mystery, wisst ihr, Geheimnisse lüften, Schätze finden, das ist ja so der Hauptbestandteil von Wobbly Life. Und ich würde es mega cool finden, wenn sowas auch in-game, im Minigame einbauen würden, dass wir einfach ein paar Secrets lösen, ein paar Geheimnisse finden. Das wäre mega gut, meine Freunde. Oder, meine Freunde, so ein klassisches Wargame, also wo wir einfach irgendwelche Alien-Schiffe gegeneinander kämpfen müssen, um was besiegen. In dem Fall könnte man jetzt über die UFOs nehmen und vielleicht irgendein, ja, irgendein Minigame in-game machen. Ich hoffe, lasst euch echt coole Sachen einfallen, Leute. Schreibt mir da in die Kommentare, was wünscht ihr das für Spiele, was soll kommen. Also, das finde ich immer lustig. Wer kennt noch was Space Invaders oder sowas oder klassisch Adventure-Game, sowas wie Link, ja, Zelda zum Beispiel, dass man einfach wirklich durch irgendwelche Gegend kämpfen muss. Man findet Schätze, man wird stärker und so weiter. Das wäre doch cool. Ich glaube, es ist ein bisschen zu weit gedacht, aber so in etwa könnte es ja sein, dass Wobbly Life sowas anbietet und dass wir eventuell auch zusammen nochmal vielleicht auf einem anderen Server nochmal spielen können. Das wäre super, super nice. Also Leute, guckt mal, ansonsten habe ich was vorbereitet hier mit der Wobbly-Oma, Ben, der coole Steve, der entdeckt, das können wir vielleicht coole Namen geben. Zum Beispiel hier wirklich lustige Spielchen, jeden Tag all meine Freunde ein, dieses Spiel zu spielen. Ben, der coole Meer, cooles Game, ich zocke es jeden Tag. Und Steve, der Entdecker, ehrlich kann ich Rätsel lösen, ich finde das Spiel toll. Dass man irgendwie auch Kommentare in Game schreiben kann, vielleicht ein paar Heißes aufstellen kann, würde ich mega, mega, mega nice finden, meine Freunde. Leute, ihr habt mir extra für mich vor euch, dass euch eine gute Animation, ich hoffe, das gefällt euch. Ich finde es ziemlich witzig und so kann man einfach sich selbst gleich als Porträt in Wobbly ins Spiel integrieren und kann damit dann zocken. Das wäre doch cool, oder? In den Auffassungen so anhat, kann man diesen Minispiel sein Spiel spielen. Ansonsten wird das ja die klassische Winner-Animation, der Topscore. Ja, das heißt Wobbly Oma, Ben der Coole und Steve der Entdecker. Ja, Ben der Coole ist der Gewinner in dem Fall. Und so könnte man sich da einfach jetzt überbieten, welche Highscores überbieten oder aufstellen. Würde ich mir ja cool finden, dass da ein bisschen aus so Wettbewerb ein bisschen herrscht und dass man immer was zu tun hat. Das wäre mega, mega nice. Ansonsten, Leute, wie gesagt, welche Spiele werden kommen? Das ist eine gute Frage und die stelle ich jetzt an euch, meine Freunde. Was seid ihr?
Welche Spiele werden hier in Wobby Life kommen? Was sind ihr, Leute? Was wird kommen? Wird Adventure kommen? Wird irgendwas, ihr habt einen Einkaufswagen kommen? Das zeige ich euch gleich einen Automatenspiel. Da gab es in Wobby einen Einkaufswagen. Da gab es sowas mit Elsa-Abschied. Ich hoffe, da kommt irgendwas Cooles, meine Freunde. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was wünscht ihr euch für Spiele? Was könnte kommen? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin echt gespannt auf eure Meinungen. Leute, dann würde ich sagen, dafür zocken, stay wobbly. Wir spielen noch zurück ins Spiel rein, gucken uns mal die Automaten mal richtig nochmal an. Und dann zeige ich, wie versprochen, wo ich die ganzen Infos einmal her habe. Also, let's go. So, Leute, jetzt gehen wir mal im Arcade-Store einmal rein hier. Gucken uns mal das Spiel an. Guckt mal, es gibt mir schon so ein paar Spiele. Die sind nämlich auf jeden Fall da. Guckt mal hier zum Beispiel Super Shopping Card Race. Das heißt, ihr sitzt im Einkaufswagen, müsst ihr anscheinend zocken, ohne von der Straße abzukommen. Dann gibt es Backline Brawlers 2. Das ist anscheinend irgend so ein Spiel mit Abschießen, Leute. Ihr müsst mal in den Raum. Das ist über krassen Geräusch überall so. Piu, müssen wir reingehen, voll lustig. Was haben wir noch? Wir haben hier noch Outworld Visitors. Es sieht aus wie so ein kleines Entdeckerspiel, wo man überleben muss und Sachen einsammeln muss. Mega cool. Und guck mal, Leute, es gibt ja auch so ein Wobblef-Kampfspiel. Das ist, ach, Backline Brawlers, ist es das hier? Ja, Backline Brawlers A, 2 und 1. Ah, gibt zwei verschiedene Teile, guck mal. Das ist Backline Brawlers 1 und das ist 2. Das heißt, so ein Kampfgame wie Street Fighter oder irgendeine anderen Kampfgames. Richtig witzig. Was gibt's noch Schönes hier? Was haben wir noch? Das hatten wir gerade schon gehabt. Und hier, Plumbers. Hat fast dieselbe Animation wie Backline, aber da kann ja alles kommen, meine Freunde. Stell dich mal vor, man kann ja einfach einen Automaten und ein Spiel zocken und ein Highscore ausspielen. Wie geil wäre das denn? Vielleicht kann man auch dann die Greifautomaten benutzen, vielleicht so ein paar. Vielleicht gibt es da ein Ziehgut, ein Kuscheltier zu angeln. Das wäre super, super nice. Auf dem Weihnachtsmarkt so ähnlich. Und jetzt einfach so Air-Hockey auch mega cool. Wäre cool. Wenn man so rangeht, dann macht man so ein paar Schläge mit einer Maus und so. Wäre mega nice. Und guck mal, was hier noch gibt. Es gibt hier noch Rocket General. Ja, vielleicht, also, vielleicht kann man schon ein bisschen ausspielen. Vielleicht wird uns irgendein Automat auch irgendwann zur Vollversion in die Galaxie beführen. Also in die Space-Welt. Das wäre doch mega cool, so ein Automat rein muss. Da kommt man so in die Space und wäre mega cool. Leute, das sind so meine Gedanken zum Update. Was kommen wir zum Arcade-Modus? Natürlich, wo hat der wilde Pommes die ganzen Infos her? Das habe ich jetzt, meine Freunde. Und würde ich sagen, wir legen los. Let's go. So, meine Freunde, wo kommt man Infos her in Wobby Life? Natürlich auf den Wobby Life Discord-Kanal gibt es manchmal so ein paar Infoleaks. Und natürlich bei Rubber Band Games im Gebäude. Dort gibt es auch eine coole Info. Da wurde mich jetzt, ihr seht schon, der Schnee wurde entfernt aus der Wobby Life Welt. Einfach so ein Patch rausgehauen, einfach entfernt. Ein bisschen schade, einfach so ein bisschen plump, aber egal. Und es gibt was Neues am Whiteboard. Und so wird sich die Theorie bestätigen, dass der Arcade-Modus hundertprozentig kommt. Jetzt habe ich das tolle Bild, meine Freunde, richtig cool gemacht. Und ich dachte mir, ich wirklich sehr, boah, wow, was ist das denn Geiles? Und ja, Leute, Arcade-Modus kommt auf jeden Fall. Jetzt guckt euch mal das coole Bild, guckt euch mal das an. Wobby Life, aber die ganze Crew arbeitet an diesem Spielautomaten. Einer zockt hier schon. Das heißt, es wird irgendwann wirklich so kommen, dass wir jetzt im nächsten Update den Arcade-Modus bekommen und dass wir Automaten zocken können. Und Leute, stellt euch mal vor, was da alles passieren könnte. Da könnten wir vielleicht überall Automaten aufstellen und vielleicht auch PCs oder Laptops. Da kann man daran zocken und Minispiele zocken. Das wäre doch mega cool. Und stellt euch mal vor, man kann eventuell mit anderen Servern verbinden, dass man vielleicht so 8 oder 16 Spieler spielt in diesem Minigame. Das wäre cool. Das wäre ein bisschen zu weit gedacht, aber echt ganz cool. Leute, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was kommen für geile Spiele raus. Wann wird es das Automaten-Update geben? Ich schätze mal ganz stark so, vielleicht so im Februar, im März, irgendwie in dem Raum sollten sie ein Update rausbringen, weil die Vorversion soll ja 2023 kommen und im Sommer. Und da bin ich gespannt, ob die das auch schaffen. Meine Freunde, das waren die Infos, die ich da habe für euch. Wenn ihr coole Videoideen habt zu Wobby Life oder Spiele, die ihr gerne auf meinem Kanal sehen würdet, schreibt es in den Kommentaren, meine Freunde. Mich sehr über Ideen freuen oder gesunde Vorschläge, meine Freunde. Nochmal ein gesundes neues Jahr von mir. Euch einen wunderschönen Tag. Stay wobbly, get hyped und ciao.